Auch bei bestem Risikomanagement kann man nie ausschließen, dass ein Lawinenunfall passiert. Deshalb ist es besonders wichtig, dass man gute Kompetenzen im Sinne der Kameradenrettung hat. Und es ist auch notwendig, dass man vollständig ausgerüstet ist. Zur vollständigen Notfallausrüstung gehört LVS-Gerät, Schaufel und Sonde. Die Überlebenskurve von Verschütteten zeigt, dass hier bei 15 Minuten ein markanter Knick eintritt. Das heißt, eine ganz verschüttete Person sollte möglichst innerhalb dieser 15 Minuten komplett freigelegt werden. Studien haben gezeigt, dass nur Gruppen, die komplett die gesamte Notfallausrüstung mitführen, diese Zeiten deutlich einhalten können. Zum Beispiel wird eine Gruppe, die nur mit LVS-Gerät ausgestattet ist, aber keine Schaufeln und keine Sonden dabei hat, um die genaue Liegepunkt zu ermitteln, im Durchschnitt 2 Stunden benötigen, um eine Person in 80 cm Tiefe freizulegen. Nur wer alle 3 Ausrüstungsteile mit sich führt und damit umgehen kann, hat gute Chancen, einen Verschütteten in 10 bis 12 Minuten freizulegen. Durch die Verwendung moderner LVS-Geräte kann sichergestellt werden, dass bei der Feinsuche, also beim Einkreuzen, auch tatsächlich der kleinste Entfernungswert ermittelt wird. Der kleinste Wert im Display zeigt die Verschüttungstiefe an. Tatsächlich bedeutet das also, wenn im Display 0,9 erscheint, dass dann der Verschüttete maximal 90 cm unter der Schneeoberfläche liegt. Das ist wichtig für uns, um zu wissen, wie tief wir mit der Sonde sondieren müssen. Den kleinsten am LVS angezeigten Wert markiert man an der Schneeoberfläche mit einem Stirnband, mit einer Mütze oder mit den Handschuhen. Mit der Punktortung befindet man sich in der letzten Suchphase. Das heißt, man arbeitet mit der Sonde, sticht unmittelbar an der Markierung der geringsten Entfernung ein und geht dann zügig im Abstand von 20 bis 30 cm, also Skischuhlänge, in der Spirale nach außen. Beim Sondieren ist es wichtig, dass die Sonde schnell, zügig und ausreichend tief eingestochen wird. Die Sonde sollte dabei immer im 90-Grad-Winkel zur Schneeoberfläche eingestochen werden. Ganz wichtig ist es auch, dass man die Sonde immer mit 2 Händen führt. Das heißt, die eine Hand bildet die Führung und die andere schiebt die Sonde dann in den Schnee ein. Würde man nur mit einer Hand die Sonde in den Schnee einstechen, dann wird sie nie immer in diesem 90-Grad-Winkel gerade nach unten verlaufen und könnte nach rechts oder links, vorne oder hinten abweichen. Somit würde man einen größeren Raum eventuell nicht absondieren, in der der Verschüttete dann liegen könnte. Eine plötzliche oder eine abrupte Änderung der Einstechtiefe ist ein Indiz für einen Treffer. Natürlich gekoppelt mit dem Gefühl, auf einen weichen Körper zu treffen. In der Praxis muss eine Fläche von 1 bis 2 Quadratmetern bei der Punktortung möglichst zügig abgescannt werden. Wer hier ohne Systematik vorgeht, verliert wertvolle Zeit und riskiert es, den Verschütteten nicht zu finden. Hat man einen Treffer erzielt, wird dieses laut kommuniziert mit dem Ausruf Treffer oder Fund. Und Treffer! Hat man einen Sondentreffer gelandet, bleibt die Sonde stecken, weil sie dient als Orientierung, sozusagen als Ariadnefaden zum Verschütteten. Durch den konkreten Sondentreffer muss nur so viel Schnee weggeschaufelt werden, wie unbedingt nötig ist. Dadurch spart man wertvolle Zeit ein. Die Sonde ist ein wichtiges Rettungsmittel und deshalb muss auch jeder Tourengeher, jeder Variantenfahrer, jede Variantenfahrerin eine Sonde dabei haben. Eine gute Sonde zeichnet sich durch folgende Kriterien aus. Sie ist einmal mindestens 2,40 Meter lang. Sie ist im Durchmesser möglichst dick, weil sie dadurch die Steifigkeit hat, um nicht im Lawinenkegel zu verlaufen. Das heißt, dass man gerade einstechen kann. Die Sonde verfügt über ein Schnellspannsystem, das in wenigen Sekunden mehr oder weniger die Sonde bereit macht. Idealerweise ist die Sondenspitze etwas größer ausgeführt, um das Festkleben beim Einstechen zu verhindern. Die Sonde sollte über eine Zentimetermarkierung verfügen. Das hilft bei der Suche, das hilft auch beim Ausschaufeln, es hilft auch, wenn man die Sonde beispielsweise für ein Schneeprofil verwenden möchte. Und die Segmente der Sonde sollten in unterschiedlichen Farben gestaltet sein. So hat man noch einen guten Anhaltspunkt, ob man sehr nahe beim Verschütteten gräbt. Das Sondieren muss unbedingt geübt werden. A, die Systematik, aber auch das Erkennen eines Treffers. Dazu kann man einen weichen Gegenstand, zum Beispiel einen Rucksack, vergraben und dann das Erspüren trainieren.